Jedes Jahr am 24. Juni feiert die Pfarrgemeinde Zederhaus ihr Patroziniumsfest, den Tag ihres Kirchenpatrons. Bei dieser Prozession werden die von fleißigen Händen in ca. 300 Arbeitsstunden kunstvoll gebundenen Prangstangen mitgetragen. Aber schon viele Tage vorher wird mit den Vorbereitungen begonnen. Jeder tut es freiwillig, aber für ein Zederhaus, sage ich einmal, ist es eine Ehre, dass ich das tun darf und tun kann. Wie viele Blüten brauchst du für einen Prangstang? Also, geschätzt ungefähr zwischen 60.000 und 80.000, darf ich einmal sagen. Das Prangstangentragen ist eine über 300 Jahre alte Tradition und geht der Überlieferung zufolge auf eine Heuschreckenplage zurück, bei der die gesamte Vegetation vernichtet wurde, außer den Margeriten. Sollte diese Katastrophe vorübergehen, gelobten die Menschen, werden sie beim Patroziniumsfest zu Ehren Gottes Prangstangen mittragen. Der Herr Pfarrer und ich, wir besuchen alle Prangstangen. Und da ist so für das Haus, das da die Verantwortung übernimmt, das kriegt ein Backe Kaffee und die Träger, die kriegen ein bisschen einen Energieschub vom Bürgermeister, eine Tafel Schokolade, damit sie dann genug Kräfte haben zum Tragen bei der Prozession. Angefangen vom Blumenpflücker, Binder und Wickler werden in überlieferten Mustern die Stangen liebevoll gebunden und dürfen dann nur von ledigen Burschen getragen werden. Ob jung oder jung geblieben, in Zederhaus wird Tradition großgeschrieben. Da sind 6 Karo auf der Seite und 6 auf der anderen Seite, 12, die 12 Stämme Israels, die 12 Aposteln. Nachher ist da oben der Fünfer. Kann man sagen, die 5 Farben vom Regenbogen oder die 5 Wunden Jesu. Und mitten nummer ist der Jesu-Namen, das heißt IHS, Jesus, unser Heiland und Erlöser. Und oben als Krone ist halt das, was überblieben ist, das ist halt das schönste Stück von der ganzen Prangstange, das ist der Wipfel. Und wenn nachher alle da sind und da eigentlich zusammenhelfen, und das ist eigentlich schon was Schönes, sage ich, gell? Weil da ist der Zusammenhalt schon noch einmal stärker. In so einer kleinen Gemeinde eigentlich, wie es wir sind, ist das eigentlich noch ganz guter Zusammenhalt, sage ich jetzt, von der ganzen Gemeinde. Und das ist auch total wichtig, weil ganz allein konnte ich die Prangstangen einfach niedermachen, das geht nicht. Die Prangstangen bleiben bis zum 15. August in der Kirche. Die danach abgenommenen Blumen werden in den Rauhnächten zum Räuchern verwendet.